Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und vielleicht schaffen wir es diesmal, das Ziel mit der Nahrung zu schaffen. Aber wahrscheinlich werden wir mehr Leute dort brauchen, dann im Restaurant. Da ist doch jemand schon aufgestiegen. Ach, wenn wir die Leute rausziehen, naja, dann müssen wir sie nachher wieder zuweisen. Versuchen wir das mal. So. Das Ziel mit der Nahrung. In unter einer Minute 230 Teile Nahrung zu sammeln. Genau. So sollen wir das schaffen. Oh ja, so schaffen wir das aber nicht. Da ist jemand, hat etwas entdeckt. Catherine J. LNS hat eine Retrocket-Raststätte entdeckt. Soll er hineingehen? Ja, soll er. Können die das nicht mal irgendwie richtig übersetzen? Bei ihm steht immer sie. Also wenn ein Mann da ist, dann steht immer sie. Und wenn eine Frau da ist, steht immer er. Das müsste man doch mal korrigieren können, oder? Ja, wir betreten natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Einmal haben wir zu viel geredet vor einigen Tagen. Und da war die Quest einfach weg. Da ist aber auch sehr viel passiert die ganze Zeit. Boxenstopp untersucht die Red Rocket Raststätte. Und zwar mit unserer Catherine J. LNS. Die, wo ist sie hin? Da ist sie. Die noch 15 Stimpaks und 15 Redaway dabei hat. Ja, es ist auch noch nicht Nacht draußen, also. Naja, drin ist das ja dann ja sowieso egal. Nichts los hier. Ein paar Red Skorpione. Kein Problem, oder? Red Skorpione? Habe ich Red Skorpione? Nein, ich habe dran gedacht. Ich dachte mir hoffentlich keine Red Skorpione. Und dann kamen Maulwurfsratten. Und genau, Maulwurfsratten heißen sie. Die sind da. Na, die können aber auch ein wenig strahlen. Na, ich glaube, die Strahlung hat sie sich irgendwo anders zugezogen. Ach komm, die eine schaffst du noch. Vielleicht findest du eine bessere Waffe hier für dich. Aha, wir helfen dir auch. Fünffacher Schaden. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Ein Stimpack hinterher gleich. Redaway gefunden. Ein neuer Anstrich, ein paar Blumen. Dann sehe es hier wieder schön aus. Oh. Guck an. Und noch mehr Stimpacks. Keine Waffe, aber okay. Dann sind wir fertig hier. Zurück zum Ödland und weiter erforschen im Ödland. Boxenstopp, Quest abgeschlossen, Belohnungen, ein Rezept für eine seltene Waffe. Und keine Kronkorken, auch keine Nuka-Cola Quantum, also zurück zum Ödland. Ja. Weiter geht's. 24 Stimpacks hat sie jetzt. Nur, dann kann sie eine ganze Weile draußen bleiben noch. Prozentige Unfallwahrscheinlichkeit riskieren wir doch mal. Prozentige Unfallwahrscheinlichkeit. Das ist ein bisschen viel. 41 hier auch. 33, das können wir riskieren. Und wir haben es geschafft. Das finde ich gut. Den holen wir uns aber sofort ab. Ein Mr. Handy haben wir bekommen. Wie schön. Wo haben wir ihn denn? Ach so, der kommt noch. Ja, kommt er nicht immer angefahren dann? Wo ist unser Mr. Handy?
Ich weiß nämlich ganz genau, wo er dann hin kann. Nämlich hier unten hin, dann brauchen wir nicht immer so nach unten zu gucken. Oder muss man den irgendwo abholen? Eine Lunchbox öffnen? Nein, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Wo ist unser Mr. Handy? Oder ist er schon hier drin irgendwo? Ja, wie sieht es denn mit den Zielen überhaupt aus? Was haben wir für neue? Neue Ziele. Halte 40 Unfälle auf. Das hört sich gut an. Damit ist doch gemeint, dass wenn wir den Tempomodus, aktivieren, damit sind doch diese Unfälle gemeint, oder? Red Kakerlaken. Ist das ein Unfall? Ich glaube schon. Entschuldigung, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, das sind Unfälle. Oh, das wird Spaß. Ja, sowas könnte öfter kommen. Dann haben wir sogar noch was davon. Zwei Nuka-Cola Quantum dafür. Sehr schön. Ja, ich glaube, der Mr. Handy, der ist nicht. Oder? Haben wir den irgendwo im Lager? Haustiere? Aber irgendwo muss er doch sein. Neue Haustiere, neue Waffen. Na gut, schauen wir mal Bewohner, Statistiken. Ein Mr. Handy ist ja kein Haustier im eigentlichen Sinne. Ach so, Fremdenchance. Teuga-Katze. Ja, die haben wir aber schon länger. Viel sicherer als die Version in voller Größe. Aha. Und was erwartet euch hier? Ein Red Skorpion, aber das solltet ihr auch schaffen hier oben. Wenn nicht ihr, wer dann? Ihr habt die besten Waffen. Oh nein, er ist weg. Ihr habt ihn entkommen lassen. Warum nur? Ach, jetzt ist er hier im Lagerraum. Das dauert doch ewig. 40 Unfälle. Na, dann wird das aber auch nicht so machbar sein, so einfach. Aber jetzt war erstmal der Red Skorpion da. Wer weiß, wann er wiederkommt. Hier unten jetzt, da ist auch niemand. Ah, okay, schafft ihr das? Eigentlich habt ihr doch schon mal geschafft, so einen Red Skorpion. Aha. Sie haben es geschafft. Entschuldigung, ja, dann versuchen wir das doch mal hier rüber. Der Red Skorpion, der zieht ja immer auch Energie ab. Ja, genau. 76%ige Unfallwahrscheinlichkeit. Genau. Ups. Das war zu viel. Ach so, wir können gar nicht immer einen Raum, wie ich dachte, nehmen. Denn den Leuten geht es dann irgendwann nicht mehr so gut, wenn der dauernd in Unfälle verstrickt wird. Und wenn es den Leuten nicht so gut geht, dann arbeiten sie nicht mehr so effektiv.
Warum ist da ein... Ach so, der Hund rennt raus beim Feuer. Aha. Ach, den geht's doch schon wieder ganz gut. Mich würde aber nebenbei mal interessieren, wo ist denn der Mr. Handy geblieben? Hier haben wir schon geguckt. Und hier ist er auch nicht. Im Lager war er auch nicht. Ach so, und hier in den Statistiken doch auch nicht. Waffen, Outfits, Schrott, Bewohner. Ja, dann wird er wohl doch in der Lunchbox stecken, denke ich mal. Mr. Handy in der Lunchbox. Ja, dann müssen wir die doch öffnen noch. Oder haben wir statt des Mr. Handy eine Lunchbox bekommen? Eine Gefechtsausrüstung, eine Gefechtsrüstung. Stärke 2 und Endurance 1. Also Ausdauer 1. Ah, Militärplatine, wie schön. Und wir haben Nahrung dazu bekommen. Und Kronenkorken. Und nochmal Kronenkorken. Aber kein Mr. Handy. Ah, vielleicht war das irgendwie ein fehlerhafter Fehler. Und wir haben wahrscheinlich anstelle des Mr. Handy haben wir eine Lunchbox bekommen. Also 47 Minuten brauchen sie nur noch da draußen. Vielleicht ist der Mr. Handy irgendwo draußen. Catherine J. Allen ist draußen und Samantha Wilson noch sonst. Und wo ist dieser Peter? Peter Hardy ist. Ja, der ist auch noch draußen. Musste man dafür irgendetwas Besonderes machen, um den Mr. Handy zu bekommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir auch nur einen Mr. Handy hier. Wo ist unser Mr. Handy? Ich weiß es nicht, okay? Ich gebe zu, ich weiß es nicht, wo der Mr. Handy geblieben ist. Na, das musste ja mal schief gehen. Aber mit dem Feuer kommt ja klar, das ist gut. Ich suche immer noch den Mr. Handy. Vielleicht ist er im Lagerraum irgendwo? Nein. Er ist einfach nicht da. Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Also vielleicht morgen. Ich darf mich an dieser Stelle dann bedanken für euer Zusehen. Und für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.